einmal ein Jäger. Halli, hallo, ein Jäger. Er sprach zu seiner Frau. Ich darf Sie hier bei der Kärntner Jägerschaft begrüßen. Ich bin der Landesjägermeister und ich sage Ihnen gleich, wir achten ganz genau drauf, wer die Jagdprüfung ablegen will. Weil nicht jedes Geweih darf ein Gewehr in die Hand nehmen. Da könnte ja jeder daherkommen. Grüß Gott. Servus. Bin ich da richtig? Schwer zu sagen, Sie befinden sich hier bei der Kärntner Jägerschaft. Das passt ganz genau. Weil meine Frau, die Froni, die hat gesagt, Heinze, dort musst du unbedingt hingehen. Verstehe, sind Sie ein Jäger? Na, aber die Froni sagt, ich bin ein fester Hirsch. Da frage ich anders. Waren Sie schon einmal bei einer Jagd dabei? Jawohl, das war ich. Ich habe sogar schon einmal ein Wild erlegt. Allerdings unabsichtlich. Was? Beim Wildern? Na, beim Autofahren. Gratuliere, dann sind Sie bei uns richtig. Aha, und wer so? Weil Sie Ihren ersten Bock schon geschossen haben. Also noch einmal, waren Sie schon einmal auf der Jagd? Jawohl, und zwar auf Hasenjagd. Aha, in Ihrem Wald? Na, beim Fortgehen. Haben Sie überhaupt ein Gewehr? Na, aber dafür haben Sie einen festen Schuss. Nicht frech werden, nicht frech werden. Beherrschen Sie das Jägerlatein? Na, egal was Sie sagen, da verstehe ich Spanisch. Dann kriegen Sie jetzt von mir Nachhilfeunterricht im Jägerlatein. Passen Sie auf. Wissen Sie, was ein Keiler ist? Jawohl, den kenne ich. Das ist der, der was jedes Jahr zu mir am Hof kommt und mir eine Melkmaschine verkaufen will. Das geht ja nicht. Ja, sag ja, ich habe ja leider Focken. Wir sollen nicht melken. Nein, das geht ja nicht, dass Sie nicht wissen, was ein Keiler ist, wenn Sie Jäger werden wollen. Ein Keiler ist ein Wildschwein. Das glaube ich nicht, weil Wildschweine verkaufen keine Melkmaschinen. Herr Fülzmoser! Jo, nicht so laut. Der Fockenbauer legt sich auf die Lauer. Da haben Sie ausnahmsweise recht. Und damit wir uns auf die Lauer legen können, brauchen wir Jagdutensilien. Das passt ganz genau. Da habe ich was mitgebracht. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, bitteschön. Da ist er. Was soll das sein? Ja, wenn wir zwar auf die Jagd gehen, müssen wir da aufsitzen. Das ist ein Hochstuhl. Das ist für Kinder. Bei der Jagd brauchen wir aber keinen Hochstuhl für Kleinkinder, sondern einen Hochsitz. Da klettern wir hinauf, um das Wild zu beobachten. Einen Hochsitz. Da fällt mir ein, wissen Sie, wie man am einfachsten einen Ofen einfängt? Einen Ofen? In unserer Wälder? Es geht ganz einfach. Wenn Sie am Hochsitz oben sind, verstecke ich unten die Leiter. Nicht frech werden, nicht frech werden. Haben Sie noch ein Jagdutensil mitgebracht? Jawohl, schau gen. Da, bitteschön, was ist das? Das ist ein Glasl. Genau, und jetzt aufpassen. Was ist das jetzt? Ja, noch immer ein Glasl, halt weiter weg. Genau, ein typisches Fernglas. Kommen Sie wieder her. Wissen Sie, was wir für die Jagd am dringendsten brauchen? Ein Gewehr.
Haben Sie eins? Nein. Ich bin da heute her, auch ohne Gewehr. Was ist denn das für ein blöder Spruch? Das ist kein Spruch, das ist eine Angabe. Wie soll ich das verstehen? Ich gehe da streng nach Vorschrift, weil bei der Anmeldung ist genau gestanden, alle Angaben ohne Gewehr. Sagen Sie einmal, sind Sie von Sinnen? Nichts von Sinnen als Stehwag. Jetzt reicht's mir. Aus Ihnen wird niemals ein richtiger Jäger. Ich sag nur noch eins. Auf Wiederschauen. Weltmanns Heil. Das macht gar nichts. Dann geh ich halt wieder auf Hosenjagd als Wilderer. Moment. Da wird Ihr Froni aber keine Freude haben. Wenn Sie dauernd auf Hosenjagd sind, dann wird sie sich scheiden lassen. Das macht gar nichts. Ich habe heute bei Ihnen so viel gelernt. Wissen Sie, was Scheidung auf Jägerlateinisch heißt? Scheidung auf Jägerlateinisch? Keine Ahnung. Ganz leicht. Scheidung auf Jägerlateinisch heißt, ich mache einfach einen Wildwechsel. Bin da hin. Fertig.